aber die zwischenzeitlichen Torschützen für Schalke. Das heißt, bei meistens das 1-0 durch die 19 Kenan Karaman. Und das 2-1 durch die 7 Hausieg. Stellt sich die Frage, gibt es das Abschiedstor von Simon Ter Torrode? Seien wir mal gespannt. Achtung. Da war ja schon etwas nah dran. Das letzte Spiel gegen Rostock im März 22, also vor über zwei Jahren, war, man mag es kaum glauben, das ist das letzte Spiel ohne meiner Beteiligung und das letzte noch unter riesigen Corona-Bedingungen. Da waren nämlich so bei den 26.000 oder 27.000 dabei und da wird 13.000 verloren. Ja. Und Werner, die dann gehört hat, ja, da ging Hannover, 2 Wochen später waren dann alle da und ja, seitdem bin ich ja jetzt ununterbrochen hier. Und ich habe jetzt auch eine zweite Rekord aufgestellt, 17 zweite Heimspiele.
Ist auch hinter mir gebracht. Und jetzt auch zwei Saisons ununterbrochen. Gucke, wie lange die noch Serie noch anhört. Sagen wir es einfach mal so. Es ist heute ein bisschen Partystimmung hier. Klar, es ist alles gerettet, Schalke ist gerettet. Rostock kämpft allerdings noch auf den Klassenverbleib. Das war jetzt nicht so gemacht, aber wir können eigentlich heute befreit aufspielen. Eine Sache wäre noch wichtig. Das war richtig. Simon Zerotto noch ein Tor schießen. Halbe Stunde ist noch Zeit. Wir gehen gleich mal kurz raus. Übrigens mein zweites Heimspiel gegen also Rostock. Ist das überhaupt? Ja gut, man muss bedenken, Schalke war lange Bundesliga. Rostock war zweite und dritte Liga teilweise. Wenn wir das einzige war zuvor, war April 2008 an 1-0. Damals Torschütze, die 19 Halil Altitop. Und auch heute wieder eine 19 mit. Gena Karaman, Arthur Pause Green, halt den auch, ja! Super gemacht! Pause Green! Ja, stellt sich jetzt so die Frage: Gibt es heute ein Abschiedstreffchen? Türchen, das weiß es ja nicht. Sprudelt jetzt so, ja. Ja, nächste Woche noch einmal dann Fürth. Und dann ist die Saison 23/24 vorbei. Zwischenergebnis. Gleich. Ich muss kurz mal vorsehen, bis ich